Willkommen zurück zu Summoners War. Mein Name ist Kosti und die letzten Tage und Wochen habe ich an Sigmaus gearbeitet. Mein Account ist ja jetzt 40 Tage alt und habe auch Sigmarus, also jetzt am Wochenende, habe ich eine fusioniert und dann auch gleich auf 6 Sterne gemacht. Ist so mein viertes 6 Sterne Monster. Ist leider noch unerweckt, weil mir einfach die Essenzen fehlen, vor allem die Wasseressenzen. Aber das ist jetzt nicht ganz das Problem. Die Runen sind noch nicht gemaxt. Also viele nur auf plus 9, außer hier Attack und Crit-Schaden. Die sind auf plus 12 zumindest schon mal. Ich habe ihn auch auf Speed, Crit-Schaden, Attack. Ansonsten ist es Broken Set, außer hier eben jetzt Energie, aber das ist ja wurscht. Habe ich deswegen, weil ich anfangs natürlich noch kein gutes Set-Runen habe. Ich habe vereinzelt gute, wie man sieht. Also das heißt gute, gut ist auch wieder relativ. Er kommt zumindest auf knapp 13.000 HP. Das ist zumindest für einen Riesen okay. Für einen Drache wird er wahrscheinlich geone-shottet. Aber mir geht es jetzt erstmal um Riesen. So, die Sache ist jetzt nur die. Mein Team sieht ja bisher so aus. Für wen tausche ich den denn aus? Also erstmal probiere ich, also ich hoffe natürlich nicht, dass ich meinen Fing Yang rausmachen muss, weil es auch mein, es ist ja trotzdem ein DD in dem Sinne. Und er ist trotzdem 6 Sterne, ich bin stolz auf ihn und bla bla bla. Ich probiere es erstmal so. Wie gesagt, Hauptsache geht es mir jetzt erstmal darum, dass ich schneller farmen kann. Wie das Ganze funktioniert, will ich jetzt testen. Was ich natürlich auch testen werde, ist einfach, wen ich austauschen muss. Zur Wahl steht entweder Megan, Bernard oder halt eben Feng Yang. Aber wie gesagt, ich hoffe, meinen Teddybären kann ich noch drinnen lassen, weil er einfach halt eben noch als DD mitdient. Und kommt jetzt dieser Kackwind. Boah. Ja, als DD mitdient und gleichzeitig auch noch mit Deathbreak verteilt, macht das Team ein bisschen zumindest sicherer. Durch den, einmal weil er den Schaden vom Boss auf sich zieht, also den Konter zumindest. Zum anderen hat er trotzdem die, wie heißt das, Heal nicht? Ja, hier, dass er 2 Runden lang das Team halt eben mitheilt. Ich habe gerade keine Ahnung, wie es ist. Erholung. Ha, Erholung heißt. Ja, also ich denke, mit Bernard raus habe ich den größten Boost in der Schnelligkeit, weil Bernard macht ja einfach nur mein Team an sich schneller und Megan bietet ja trotzdem mehr Schaden in dem Sinne wegen dem Attack Boost und gleichzeitig mehr Death durch den Death Boost, ist klar. Und bringt mir somit mehr gleichzeitig die Chance noch auf Dots. Also so ist zumindest meine Denkweise. Ja, ansonsten, Sig kann nur besser werden. Einmal, weil ich ihn noch erwecken muss. Dadurch kriegt er halt eben schon bessere Werte. Und zum anderen, weil ich ja die Rune noch maxen kann. Er ist jetzt auch mit knapp 150 Speed schneller als der Panda. Also ich muss sagen, die Runen von meinem Panda sind echt noch mies. Das sind eigentlich die, was ich als nächstes ändern müsste. Aber ich muss auch gestehen, ich habe jetzt nicht sehr viel Riese gefarmt, weil mir einfach 4 Minuten Zeiten ein bisschen zu lang waren. Deswegen habe ich mich jetzt auch bemüht, erstmal, jetzt macht er natürlich erst, ach nee, gut. Deswegen habe ich mir jetzt die Mühe erstmal gemacht, Sigmarus zu farmen, um einfach meine Zeiten beim Riesen zu beschleunigen. Aber ich, okay, er übersteht zumindest einen Hit. Okay, so viel dazu. Ja. Wie gesagt, Alter, das ist ja mal voll hier Kacke. Also man sieht, das ist auch wirklich das erste Mal, dass ich das Team jetzt an sich probiere. Es müsste noch klappen, weil ich ja die Dots habe.
Aber man sieht auch, es ist wirklich noch ein bisschen Bedarf da. Drei Minuten 14. Also wir sind knapp eine halbe Minute schneller. Das ist schon mal ganz schick. Hätte es sein. Ach. Ich breche das jetzt auch kurz ab. Mir nämlich völlig wurscht, ob ich da jetzt. Probieren wir es halt eben trotzdem mal so. Im Endeffekt wird es sogar schneller und ich muss meinen Panda raus tun. Das würde mich natürlich ärgern, aber ah ja, nützt ja nichts, ne? Der Panda ist ja nun mal kein Monster für PvE. Das ist halt, abgesehen von Farmen, ist er einfach nicht gut fürs PvE. Er bietet halt eben jetzt nichts, wo man großartig nutzen kann. Was anderes wäre es, wenn ich jetzt wirklich Top-Runen hätte für ihn, dann könnte ich wahrscheinlich mehr mit einer anfangen, aber so. Naja. Also Megan muss ich definitiv noch drin lassen, das ist mir klar. Er hat einfach mit seinen 13.000 HP ist es einfach zu wenig. Das wird sonst nichts. Aber so könnte es echt wahrscheinlich. Ja, ich kann keine, wie heißt's, nicht Vorahnung, Vorausschau, ach wie auch immer. Ich kann auf jeden Fall nichts sagen. Achso. Wir schauen einfach mal. Es ist zumindest schon mal top, dass er gleich auf die Mitte draufgegangen ist. Gute Bella. Dann ist der ratzfatz weg, nämlich. Einmal, zweimal. Das ist der Freeze, der ist halt eben so zum Kotzen. Komm, Deathbreak brauchen wir wieder. Gut. Jetzt hört doch mal auf den Sigmaros zu gehen. Top wäre es natürlich, wenn ich jetzt demnächst den Drachen solo schaffe. Mit komplett aufs Team gehen. Weil man in der Herausforderung kriegt man ja Gewaltrunen. Huh. Gewaltrunen. Und die würde ich dann wohl auf Bella packen. Einfach, dass der Heal safer ist, weil er mehrmals drankommt. Also dementsprechend der Heal schneller wieder da ist. Aber da muss ich mal. Ich glaube, das wird noch nichts. Vor allem nicht, wenn der Sigmarus hier jetzt beim Riesen schon platt gemacht wird. Dann wird's. Halt da, jetzt halt doch mal auf hier. Dann wird's erst recht nichts für Drache. Am Endeffekt muss ich eine auf HP Attack Crit-Schaden umrunen und die Speed-Rune weg oder so. Ich hoffe nicht. Oh, zum Glück. Also der Run sieht schon mal besser aus. Ich glaube, das bringt echt mehr wie mit Feng Yang. Demnächst müsste wieder der. Megan, verdammt. Okay, ging noch. Jetzt kommt der Heal wieder. Okay, jetzt kommt der Heal wieder. Gut. Naja, das ist. Also, ich glaube, wir kommen jetzt unter 3 Minuten. Also, man muss auch dazu sagen, Sigmarus hat ja noch keine weiteren Skill-Ups. Es ist wirklich verdammt. Na gut, dann fliegt halt eben der Panda raus. Man sieht auf jeden Fall, es geht deutlich schneller. Und wieder oder weiterhin wirklich nur mit 2 6-Sterne-Monstern. Eins davon sogar unerweckt. Also man sieht hier auch, es sind auch wirklich noch keine Skill-Ups da. Also es fehlen noch die Abklingzeit, dass sie runtergeht und sowas. Aber sonst im Grunde hat der hier mittlerweile 23.000 HP, 180 Speed. Der ist jetzt bei 100, ja, punktgenau 150 Speed. Allerdings, wie gesagt, kommt hier nochmal 17 Speed dazu. Megan mit 18.000 HP. Der hier immer noch mit 15.000. Das wird irgendwie nicht mehr, weil ich ja auch die Rune nicht. Alter! Warum hat der denn so eine Rune? Alter, warum hat der so eine Rune? Das
geht ja gar nicht. Ich glaube, ich versuche die mal zu abben. Alter. Okay. Ja. Und halt eben hier 17.000 oder 18.000 habe hier. Ja, so viel dazu. Das ist meine Veränderung jetzt in meinem Riesenteam. Drache, wie gesagt, lasse ich jetzt. Weil wird eh nichts. Und ja, jetzt mache ich erstmal meine Arena-Tickets. Ansonsten, bis zum nächsten Mal und weiterhin viel Spaß. Tschüss.